willkommen zurück zu Mario Party 5. Und zwar, wir haben jetzt ein paar Tier aufgehört bei der Tauziehbatterie und machen das natürlich jetzt auch. Gut, ich bin den Yoshitendo. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. So. Minibus ablaut auf Anfang. Und er wählt das rechte Seil. Da ist Glückssache, ist nämlich einfach mal in der Mitte. Von daher. Und gewonnen hat. Ich krieg die 100 Kilo Gramm auf den Kopf. Oh. Schade. Wie viele Münzen verliere ich jetzt? Keine Ahnung. 15? Oder waren es 10? Ah, es waren 10. So, Duell ist wieder beendet. Schön. Und dann passiert den beiden noch ein Kapselpfeil. Ja, aber noch 10 Münzen, ne? Nein, warum denn nur 5? Im Privaten hast du immer 10 gestohlen. Ich glaube, ich stopp jetzt. Und der andere, was mit dem Grün? Schon besser. Toll. Ja, der aussieht wie der Hammerbruder sich freut, als wenn er keine Arme hätte. Sieht ganz komisch aus. Aber, nun gut. Welcher Vollidiot ist da schon da drauf gekommen? Ey, ich hab da auch. Und wir spielen. Wir spielen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Wir spielen. Ah, Kuh ist ja verdammt. So, das Spiel ist lustig. Den kleinen habe ich noch nie gespielt gehabt. Bisher mal nur die großen. Und ich finde, hier passt ein tolles Lied. Und zwar. Wir sind dicke Blöcke und Blöcken hin und her. Naja, gut, so ungefähr. Ausgewichen. Am besten sollte man sich nie in eine Falle locken lassen. Das war gut ausgewichen von mir. Ihr seid schlecht, wusstet ihr, Leute. Ja, die sind schlecht auf Nerven. Wow. Oh, kleiner Würfel, dein so eins. Was du? Ei. Wow, nein. Nein. Zahle ich den jetzt nicht 15 Münzen? Ja, da zahle ich. Stimmt. Nee, los am Kopf. Jetzt los. Jetzt ab. Echt? Ja, toll. Oh. Jetzt. Da bleiben mir noch 8 übrig. Oh, der Story-Modus ist so blöd. So kacke. Aber. Hey, ich habe ein Mess ausgewählt und da muss ich durch. Aber unter 50 Parts will ich das den Story-Modus dann doch schon gerne abschließen. Ach Gott. Ach so, ja, so Robert. Mich. Knapp. Aber es ist der rote und das sind ganze 5 Minus. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Oh, da habe ich schon wieder mein Duell. Wie schnell das hier geht. War und Zeit für ein Duell. Oh, 10 Münzen. Eieiei. Und wir spielen das Spiel. Na toll. Kann jemand von euch sehr L und R abwechselnd drücken, wie ich nicht. Was kann ich überhaupt? Nix. Kasse, du Spieler. Klar. Noch eine Münze.
Oh, es ist Story-Modus scheiße. Wenn ich wusste, dass das so schwer wird. Ja, und ich habe den Nachteil, ich kenne das Spiel noch nicht, ich kenne die Minispieler noch nicht. Von daher wird das wohl mein Nachteil sein. Ja, das ist ein Spiel noch. Aha. Ach ja, schön, ich bin ja immer da. Okay, wenn ich jetzt nicht gewinne, habe ich verloren. Am besten müsste ich jetzt gewinnen, um 15 Münzen zu bekommen und die sind überlebenswichtig. Also drückt mir die Daumen. Eins. Ich habe das eigentlich, glaube ich, noch nie gemacht gehabt mit Ball, oder? Ich weiß halt grad gar nicht. Wir so eine, oh, da hat der nicht den schön gekriegt. Ach, ich hab den so gekriegt. Okay, das war jetzt sehr, sehr einfach. Aber ich bin glücklich darüber und ja. Gut. Aus dem Leben, ja, das ist schön. So haben wir wieder unser Leben gesichert. Für ein paar Runden. Dazu sehen den Mitspieler aus. Nimm doch irgendein. Wow, ein Feld zurück. Ich bin dran. Ne? Muss ich den jetzt. Boah, ist das scheiße. Kriegen sie noch alle drei Münzen. Boah, den roten hätte ich fast dran gekriegt. Schade aber auch. So, Zeit wieder vor dem Duell. Yoshi gewinnt, das wissen wir. Und Sparkys Elektro-Arena. Das war dieses Spiel. Okay, das krieg ich gebacken. Offenbar. Das Spiel geht ja noch einigermaßen. Obwohl auch mal auch mal ein bisschen so tricky. Okay, zum Glück sind sie langsam. Am Anfang dachte ich nämlich damals super schnell, als ich das nächste Mal gespielt hatte. Aber zum Glück ist es nicht so. Ah, da wird ein Spannungsfeld aufgeladen, wenn es so heißt. Wetter getroffen. Dankeschön. Möchte gar nicht wissen, wie in den letzten Sekunden erläuft in der Arena. Mit den ganzen Sparkys. Und damit haben wir wieder gewonnen. Und wir kriegen 5 Münzen. Ne, 15. 11. Das heißt, wir haben schon mal einen Klapp gekriegt. Und dazu sagen wir nur Goodbye. Das ist schön. So, Rest. Noch zwei. Noch ganze zwei Trottel wollen von mir vernichtet werden. Das lässt sich einrichten. Hallo, Tara, Zeit für ein Duell. Also, wenn Yoshi gewinnt, verliert. Oh, okay. Okay. Das ist jetzt sehr wichtig. Wenn ich das gewinne, habe ich schon zwei weg. Und dieses Spiel werde ich auch. Vielleicht gewinne ich, weiß gar nicht, was Blocksprung ist. Ah, das war das. Okay, das ist Glück. Ja, ein bisschen Glück. Ach ja. Dann geht es los. Da ein Notenblock. Noch einer. Nee, doch nicht. Doch, jetzt noch einer. Keiner. Ah. Wo ist immer nur ein Block? Oh nein, jetzt haben wir nicht das Spiel. Das war jetzt meiner oder seiner? Ich glaube, ich habe mit einem Vorsprung. Oder? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ich meine, ich hätte mit einem Vorsprung. Mal gucken. Ja, mit einem. Ja. Und damit ist auch der zweite schon weg. Und damit bleibt nur noch ein Mini-Buzzer übrig. Und dann sagen wir mal gleich wieder die guten alten Worte. Goodbye. Und nochmal jetzt alle. Goodbye. Schön, bleibt nur noch der Rote übrig und der ist auch einfach zu knacken. Denn wenn er mich jetzt anrennt, wird es sein Tor.
Todesurteil. Genau, nicht Urteil tot. So, aber er hat eine Kapsel. Was ist das für eine? Oh, Giftblitz. Denn. So, mach mal eine 10, dann können wir hier schnell beenden. War ja irgendwie klar, oder? Das ist nicht so einfach. Oder? Egal. So, wir würfeln eine 5. Weiß jemand, was das ist? Ich gebe auch Fragezeichen. Ich weiß mal auch nicht, was das ist, aber ich hoffe, was Schönes. Ach, na gut, der Kuchen wird durchgeschnitten. Also muss was Gutes sein. Ja, geht so. Da fing eine lustige Idee mit dem Kuchen. Ach, komm her, Mimosa. Dann macht er jetzt mit Absicht, damit er die ganzen Münzen sammelt. Da können wir glauben, weil er wohl. Ah, nee. Ja, genau. Kapsel. Mach mal drauf. Was ist denn? Was Nettes, aber was Böses. Oh, nicht so schlimm. Wow, wir haben sehr viele. Ja, wir haben sehr viele Kapseln gehabt. Eine 9 hat er gewürfelt. Und damit kommt er auf mich zu. Aber das Problem ist, geht jetzt leider nicht. Ne? Tot in dieser Runde. Oder er verliert. Aber so. Und zwar, wir spielen das Spiel Lagerhalter im nächsten Part. Denn das war's für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Mario Party 5 Story Modus Blind German von Nintendo. Ciao!